Hallo und wieder mal herzlich willkommen hier auf Mazzes Clash Channel. Wie ihr wisst, bin ich gerade am Pushen und zum Zeitpunkt dieses Videos bin ich schon etwas weiter. Ich bin nicht mehr auf 3900, sondern knapp über 4000 Pokis und das Ziel ist ja, Titan zu erreichen. Ich möchte in Titan 3 und ich glaube auch, dass es nicht mehr allzu lange dauert und ich bin meistens so 3 bis 4 Angriffe hintereinander am Stück machen und anschließend nehme ich eine Verteidigung. Und wir fokussieren uns heute mal auf die Verteidigungen und schauen uns die mal an, wie die so laufen. Ihr seht schon, hier habe ich einen Angreifer auf mich namens Darren. Der kommt aus Quantums 8.9. Das ist anscheinend ein Familienclan von Quantums Web. Die waren mal relativ gut. Momentan sind sie, glaube ich, auf Platz Nummer 50 oder so weltweit. Also immer noch ein relativ guter Clan. Und die haben eben einen Familienclan namens Quantums 8.9. Und Darren aus diesem Clan hat mich eben angegriffen. Und er ist auf Titan 2. Ich glaube, er war auf 4500 Pokis oder so. Was schon echt hoch ist. Aber das heißt nicht unbedingt, dass er selber ein mega guter Angreifer ist und mit jedem Basis umgehen kann. Ein guter Angreifer ist er definitiv, aber meine neue Base hier hat ihn anscheinend etwas das Fürchten gelehrt. Denn die Base ist extra so konzipiert, dass vor allem Lufttruppen da große Schwierigkeiten haben. Und er hat sehr zu meinem Erstaunen von rechts unten angegriffen, aber das nur mit einem Teil seiner Truppen, weshalb die relativ schnell down gegangen sind. Und ihr seht, in der Mitte von meiner Base habe ich die Luftfeger so platziert, dass sie sich gegenseitig schützen und auch den Großteil der Base abdecken. Immer in die entgegengesetzte Richtung, einer nach links oben, einer nach rechts unten. Die Luftabwehren stehen dann genau in dem Radius von den Luftfegern drin. Genau das war auch das Ziel. Und Darren hat jetzt hier von zwei Seiten angegriffen und nicht wirklich was holen können. Er steht bei 45% und muss sich jetzt entscheiden, was er denn jetzt noch macht. Er geht auf die 50% und er nimmt mir hier noch meinen Delex und da kommt mein Lava-Hund aus der Clanburg raus. Ich werde vorwiegend eigentlich mit Bodentruppen angegriffen, weshalb ich immer Lava-Hunde in meine Clanburg reintue, denn die können richtig nerven. Sie werden nicht von den Giftzaubern besiegt und auch zwei Giftzauber tun denen nicht wirklich viel an. Und wenn dann die kleinen Lava-Pups rauskommen, dann sind die echt, echt nervig für die Bodentruppen. Und alles andere ist meiner Meinung nach sowieso vollkommener Unsinn. Wenn da Magier drin sind, braucht man nur einen Giftzauber und die Magier sind besiegt. Genauso ist es mit einem Drachen, der wäre mit zwei Giftzaubern hin, aber so ein Lava-Hund, der nervt da schon etwas mehr. Und hier haben wir noch die Queen, die überlebt hat und jetzt gerade noch gezündet wird. Und hier wirklich, wirklich, richtig, richtig knapp im Feuer vom X-Bogen und von der Kanone noch die 50% holt. Und Darren geht hier davon mit sage und schreibe 4 Pokis. Da war ich natürlich ultra zufrieden. 4 Pokis sind super, wenn ich nur so wenige verloren habe. Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn ich gegen Darren eine Verteidigung gewonnen habe. Aber das ist nicht immer so der Fall. Ihr seht hier meine Verteidigungen. Okay, wir haben jetzt hier noch einen 1-Stern-Angriff, aber meistens sind die Verteidigungen hier eher, dass ich ge-2-Stern oder sogar ge-3-Stern werde. Ich tippe mal 90% der Verteidigungen sind 2 und 3 Sterne und davon 50% 2 Sterne, 50% 3 Sterne. Wobei die meisten, die mich angreifen, Rathaus 10 und auch Rathaus 11 sind. Und hier haben wir noch einen Rathaus 9er, tippe ich mal, der hier mit 4er Drachen hingeht. Hier möchte ich auch wieder mal zeigen, dass die Base eigentlich gegen Luft sehr, sehr gut aufgestellt ist. Er hat hier mit 2 Blitzzaubern jeweils eine Luftabwehr zerstört und dann noch einen Erdbebenzauber draufgeworfen. Eigentlich ziemlich gute Idee, funktioniert auch super. 2 Luftabwehren weg ist eigentlich ein sehr, sehr guter Vorteil hier für den Angreifer, der mit den 4er Drachen rangeht. Aber die Drachen, die packen es hier nicht wirklich, weil er meiner Meinung nach auch ein bisschen die Drachen zu weit auseinandergezogen hat. Hätte er sie mehr zusammengesetzt, dann hätten sie, glaube ich, eine deutlich größere Wucht aufgebaut. Und jetzt sehen wir hier oben kommen noch die restlichen Drachen. Mit denen versucht er jetzt noch mein Rathaus zu holen. Und ganz rechts unten sehen wir, da hat er jetzt schon in dem Glauben, dass er noch den 2. Stern holt von meinem Rathaus, König und Königin gesetzt. Und das war ein echt fataler Fehler. Denn wir sehen jetzt gerade noch den letzten Drachen, der noch die Chance hat, mein Rathaus zu holen. Er wird ins Feuer genommen von meiner Luftabwehr, wird noch einmal weggepustet und wird hier gerade so noch von der Luftabwehr besiegt und auch der andere Drache
ist bald down. Das Rathaus steht mit ein paar wenigen, vielleicht 10% oder sowas steht es noch. Und ich habe hier echt Glück gehabt. Und ihr seht hier wieder mal meinen Lavahund, der die Königin hier ein bisschen foppt und ärgert. Also Lavahunde kann ich definitiv empfehlen, weil mittlerweile die Klamburg, ja, sie ist vielleicht sogar schon in der Verteidigung etwas unnötig geworden. Da man ja selber auf Rathaus 9 einen zusätzlichen dunklen Zauber noch mitnehmen kann und dann auch noch den einen Zauber in der Klamburg und demnach meistens zwei Giftzauber dabei hat. Und dann ist die Klamburg eigentlich nicht mehr wirklich interessant. Auch hier verliere ich nur zwei Pokis, aber diese beiden Angriffe waren eigentlich die Ausnahmefälle. Denn normalerweise, wie ihr hier seht, verliere ich deutlich mehr. Minus 24 haben wir hier oben, minus 8 da und weiter unten waren noch einmal minus 14. Ja, einmal hatte ich auch minus 42, das war wirklich, wirklich großes Pech. Da hat mich einer von deutlich weiter unten gefunden. Selber ist es eher so, dass ich meistens oder eigentlich fast nur Leute aus Champion 3 finde. Von denen kriege ich 5 bis 6 Pokis, was jetzt nicht so prickelnd ist. Wenn, dann nehme ich einen Rathaus 9er, der 7 oder 8 Pokis gibt und versuche den dann zu 3 Sternen. Aber dazu wird es demnächst auch nochmal ein Video geben, wie ich denn dann insgesamt auf Titan hochgegangen bin. Hier haben wir jetzt noch eine Verteidigung von einem Rathaus 10er, der mich angegriffen hat. Der geht hier mit 5 Golems an den Start. Und das ist für gegen einen Rathaus 9er ist es einfach overpowered. Weil die Golems haben selber so viele Lebenspunkte, dass meine Verteidigungen sich da dumm und dämlich schießen. Die schießen und schießen und schießen und schießen und kriegen die Golems einfach nicht down. Und dann auch noch 35er und 40er Queen. Da habe ich dann einfach nichts entgegenzusetzen, wenn die von hinten her aufräumen. Die Base ist eigentlich auch so konzipiert, dass die, ja, gegen Boden hat sie sich noch nicht so bewährt. Dass die Truppen so ein bisschen nach außen laufen, ein bisschen außen rum laufen. Ihr seht hier, steht ein rechts, wo der Magier jetzt drauf schießt, da steht das Elixierlager. Und auch auf der anderen Seite waren die so ungefähr postiert, die Lager, dass die Truppen immer so ein bisschen nach außen hingehen. Aber ich habe hier eigentlich gegen so viele Golems und gegen die anderen 40er Queen und 35er King habe ich da kaum Chancen, auch mit der Base. Ich wurde auch schon einmal von einem Rathaus 9er gedreisternt im Klankrieg war das. Das war eine echt krasse Leistung. Seitdem aber von Rathaus 9er nicht mehr, deshalb habe ich die Base auch erstmal so beibehalten. Denn sie hat mir bis jetzt relativ gute Dienste erwiesen, vor allem gegen Luft, wie ihr vorher schon gesehen habt. Aber ich glaube, das Nonplusultra ist die Base definitiv noch nicht. Ja, meistens ist es so, 3 bis 4 Angriffe kriege ich hin und dann kriege ich wieder einen Angriff reingedrückt, den ich dann leider nehmen muss. Ja, 10 Pokis oder sowas plus mache ich dann meistens, aber ich hatte mittlerweile echt ein paar Rückschläge, auch die ich verkraften musste. Da war ich echt kurz und knapp daran, mein Handy gegen die Wand zu werfen, weil ich wirklich eine Sekunde zu spät online gekommen bin und dann gerade den Angriff anfangen habe sehen. Aber ich glaube, es geht jetzt ganz gut und wenn ich in Titan bin, dann werde ich erstmal eine Pause machen. Und momentan stehen auch bei mir bald Prüfungen an. Da habe ich dann auch eher weniger Zeit und deshalb versuche ich jetzt noch möglichst schnell Titan zu erreichen. Und dann werde ich da erstmal ein bisschen chillen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video, das hoffentlich nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Bis dahin viel Spaß mit meinen anderen Videos hier auf Mazzes Clash Channel.